Und ein herzliches Willkommen zurück zum weiteren Teil von Aladdin. Das heißt eigentlich nur Aladdin, das Spiel von Capcom auf der Super Nintendo. Yay, cool. Wir haben ja am letzten Tag hier das erste Level beendet. Level 1 beendet steht ja auch noch hier. Und ja, wir fangen jetzt einfach, nehme ich mal an, mit dem zweiten Teil an. Also ja, bleibt dran. Los geht's. Wir drücken mal auf A. Oh, da mal wieder was zum Lesen. Gemeinsam fliehen Aladdin und Jasmin aus dem Palast des Sultans. Und suchen Schutz in Aladdins Haus, hoch über den Dächern Agrabahs. Sie reden über ihre Liebe und einer gemeinsamen Suche. Doch die Wachen des Sultans reißen die beiden außer ihren Träumen. Aladdin wird eingesperrt und Jasmin zu ihrem Vater, dem Sultan, gebracht. Och Mensch. Ach ja, der Alte. Aladdin wird in das dunkelste Verlies des Palastes gesperrt. Doch sein Herz und seine Gedanken sind nur bei der lieblichen Jasmin. Ein kauziger alter Mann taucht plötzlich auf und verspricht Aladdin die Freiheit, wenn er ihn in die Höhle der Wunder begleitet. Froh, dem Kerker zu entkommen, weiß Aladdin nicht, wer der alte Mann wirklich ist. Nehme ich mal an. Hinter der Verkleidung steckt der böse Magier Jafar. Nicht aus Stargate. Los geht's. So, wir waren aus den... Ah ne, wir sind schon in der Wunderhöhle. Ich dachte, es geht aus dem Kerker raus. Oh je. Okay, das war nichts. Aua! Ich glaube, wir lassen es mal lieber mit den Dingern sammeln. Wir haben nur noch ein Herz, wunderbar. Fledermaus. Ach, Hähnchen. Wieder volles Leben, wunderbar. Eigentlich wollte ich, dass er sich da oben festhält. Oh, wir können uns nochmal heilen. Okay. Oh. Okay, wenn wir genügend Kristalle einsammeln, dann kriegen wir ein neues Herz dazu. Gut zu wissen. Zum Glück haben wir einen Apfelvorrat. Na dann, da müssen wir wohl alles Mögliche sammeln. So, erwischt. Und ein Up. Ein Up ist immer gut. Und Feuer! Okay, ich hab gedacht, es reicht aus. Ich hab gehofft, ich kann nochmal hochspringen, während das Ding da runterfällt. Also, dass der Boden nachgibt. So, jetzt sind wir schon wieder hier, unfassbar. So, die Grünen lassen wir jetzt mal da. Die lassen wir da jetzt mal sein.
Zum Glück haben wir uns hier dieses Tuch geholt im ersten Level. Wenn man das nämlich nicht holt, hat man es das ganze Spiel über nicht. Das ist dann nicht so super. Oh, nee, du kriegst mich nicht. Okay. Muss ich das nochmal neu sammeln? Krieg ich nicht mehr. So ein Mist. Krieg ich auch nicht. Kann ich auf den hüpfen? Scheinbar nicht. Oh je. Ich hab doch gar nicht runtergelenkt. Der sollte da drauf bleiben. Ah, shit. Und noch einmal, weil es so schön war. Immerhin, ich glaube, das speichert die Rubine, die man sammelt, oder? Ich sag's nochmal, so 2D-Spiele von damals sind schwieriger als die heutigen 3D-Spiele. Ah. Oder man spielt es einfach zu schnell. Na, jetzt könnte ich den Käfer auf jeden Fall nochmal versuchen zu kriegen. Yeah! Und das Tolle ist, hier gibt es immer wieder ein Up. Das heißt, ich verliere an sich eigentlich gar kein Leben. Wenn ich hier ständig mal wieder hinkommen darf. Weg mit dir. Ja, genau. So, wie machen wir das jetzt? Machen wir es so. Sind wir jetzt eigentlich in der Wunderhöhle, oder? Tatsächlich, wir sind schon in der Wunderhöhle. Ich dachte, wir wären noch im Kerker. Aber gut, der hat ja gesagt, dass wir da logischerweise mitgegangen sind, damit wir aus dem Kerker rauskommen. Das ist genau wie der erste Endgegner. Tanzende Schwerter? Die blödeste Stelle kommt bald. Teppich! Yeah! Erster Teil dieses Levels geschafft. Und wieder unser Glücksrad. Ja! Sehr schön! Los geht's! Gar nicht mehr, was da dann passiert. Kein Genie. Was heißt denn der Stern? Versuche. Ach, wenn man Game Over wird, oder was? Okay. So, Abu ist schon mal fort. Oh je. Die Level hier, gerade hier, finde ich echt schwierig. Nein, nicht gekriegt. So Mist. Los geht's, Kappe festhalten. Woohoo! Ach komm. So, wenigstens so.
Ach komm, das darf ja wohl nicht wahr sein. Autsch. Wo geht's denn hin? Auch wieder Zusatz sammeln. Wieder ein Up. Sehr schön. Hab ja noch zwei Herzen. Was brauche ich das? Hm. Ganz hoch das Ding. Ahoi. Die Welt wird so scheiße. So, wer kennt diesen Edelstein nicht? Okay, ducken wäre besser gewesen. Okay, wir warten mal. Zu schnell gerannt. Okay. Ein Checkpoint gibt es ja leider nicht. Ich glaube, wir dürfen genau das Ganze noch einmal. Oh je. Ah, wieder nicht richtig reagiert. Na gut. Dann halt eben nicht diesen einen roten da oben. So, da holen wir uns. Ah ne, hier ist ja gar nicht das eine Ob. Das ist auf der anderen Seite. Okay, wir müssen auf das nächste Fluss warten. So. Man muss immer ganz vorne stehen, ansonsten wird das nichts. Ich bin so fasziniert, dass das hier funktioniert, hier mit diesem Adapter. Dass man hier mit der Original Super Nintendo zocken kann. Finde ich cool. Einfach durchrennen ist hier nicht immer. Man muss hier manchmal echt langsam machen. Also ich will natürlich keinen Weltrekord hier aufstellen mit Durchschaffen oder sowas, ist ja klar. Sehr schön. Wow, voll über meine Finger gerollt das Ding. Kommen hier noch mehr? Die Lampe. Huh? Eigentlich wollte ich mich wegmachen. Abu, nein! Jeder, der allerdings geguckt hat, weiß natürlich, dass das passiert. Nichts anfassen, außer die Lampe. Hey, Level 2 schon wieder beendet. Wahnsinn. Passwort, Jafar, Abu, Jasmin und Genie. Und schon wieder fehlen uns nur drei. Ja gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Das war's wieder hier mit Aladdin. Ne, auf der Super Nintendo, wunderbar. Ich habe mir gedacht, ich nehme jedes Level einfach einzeln auf. Ich achte da jetzt nicht auf die Aufnehmzeit meines Let's Plays, sondern mache einfach jedes Level einzeln. Okay, ich hoffe natürlich, ihr seid das nächste Mal hier wieder mit dabei, hier bei Aladdin auf der Super Nintendo und mit mir von Nöhr. Let's Plays als Hobby. Viel Spaß noch auf meinem Kanal und auf Wiedersehen. Tschüss.